Ja, warum live überwachen? Warum das Ganze dauerhaft tun? Die Welt bleibt nicht stehen. Fast täglich werden neue Sicherheitslücken bekannt. Es gibt neue Angriffsszenarien. Unternehmen werden geknackt. Und es ist quasi ein ständiges Hin und Her zwischen den bösen Jungs und den guten Jungs. Und um halt eine Firma abzusichern oder halt zu sagen, was sie tun muss, um sich abzusichern, ist es wichtig, aus verschiedenen Blickweisen eine IT-Umgebung zu betrachten. Eine der wichtigen ist von außen, also aus Sicht eines potenziellen Hackers, zu schauen, wie angreifbar ist das, was ich irgendwie vom Internet aus zum Beispiel erreiche. Also sei es die Webseite, sei es ein Mail-Server, irgendwelche IP-Adressen oder VPN-Server. Und auch zum Beispiel auch den Netzwerk-Traffic, der da auftritt, zu analysieren, verdächtiges Verhalten zu finden. Aus dieser Sichtweise, aus eines Angreifers, sehe ich halt, was ist potenziell möglich, wo könnte ich eventuell wie eindringen. Das heißt aber nicht, ob die Dinge, die ich von außen vielleicht finde, mit Scannern etc., ob das auch tatsächlich möglich ist, einzudringen. Und deswegen die zweite wichtige Sichtweise von innen. Das heißt, dass man sich die konkreten Server, die Hosts, die Windows-PCs auf beim Anwender anschaut oder halt auch die IoT-Geräte, die ich vielleicht irgendwo in meiner Produktionsanlage einsetze. Weil irgendwie alles wird immer mehr vernetzt. Und wenn ich das habe und mir jedes dieser einzelnen Komponenten anschaue und auch weiß, wie die voneinander abhängen, kann ich sehr genau sagen, was muss ich tun, um das abzusichern oder wo ist vielleicht mein unsicherster Server in der ganzen Umgebung. Und genau das tun wir bei EngineSight. Das heißt, wir schauen einmal von außen drauf, aus Sicht eines potenziellen Hackers, und wir schauen aber auch von innen auf die ganzen Systeme. Und somit haben wir ein Gesamtbild, ganzheitliches Monitoring von der IT-Landschaft eines Unternehmens.